Hallo liebe Freunde des Rechts. Eine Sensation hat Bodo Schiffmann in Tansania in seinem Exil gefunden, nämlich eine Strafanzeige, die schon im Juni beim Generalbundesanwalt eingereicht wurde. Der ist nämlich zuständig für solche schwerwiegenden Delikte wie Terrorismus oder Völkermord. Und ein Völkermord soll durch die Impfstoffe erfolgen. Der Anzeigenerstatter will nämlich herausgefunden haben, dass mehr Menschen durch Impfstoffe sterben als jemals durch Covid-19 zusammen oder in Zukunft entstehen könnte. Und wenn jetzt tatsächlich so viele Menschen geimpft werden, wie das aussieht, dann wird wahrscheinlich das deutsche Volk aussterben. So ungefähr liest sich diese Strafanzeige. Viele, viele Seiten, langes Anhaltsverzeichnis, Bodo Schiffmann ist begeistert. Und ich habe es mir mal versucht, unbefangen anzuschauen. Da ist von Zahlen die Rede. Da ist die Europäische Datenbank mit Impfnebenwirkungen zitiert, aus der sich eine ganz beachtliche Zahl von Todesfällen ergibt. Und das sollte man sich näher anschauen, und zwar mit den Primärquellen. Richtig ist, es werden durchaus immer wieder Todesfälle gemeldet, die einen Zusammenhang mit Impfungen haben. Aber sterben Leute an der Impfung oder aufgrund der Impfung? Nun, in dieser Datenbank wird jeder Fall aufgelistet. Man kann sich das also anschauen, auch anhand der weiteren Faktoren, welche Art von Todesfall, welche Art von Umstände vorlagen. Zum Beispiel kann man da sehen, dass manche Leute an Knochenbrüchen gestorben sind. Andere Leute sind an Selbstmord gestorben oder an Depressionen. Andere Leute an Herzversagen, und da könnte es ja durchaus möglich sein, dass die Impfung dort einen Zusammenhang hat. Das Paul-Ehrlich-Institut hat für Deutschland diese Zahlen etwas genauer zusammengefasst und dann herausgearbeitet, wie viele Menschen sind gestorben, wo sich tatsächlich ein Zusammenhang zum Impfstoff ergibt. Und da kommen dann wesentlich kleinere Zahlen zustande. Aber das glauben natürlich die Querdenker nicht, denn die anderen Zahlen lesen sich viel, viel dramatischer. Was wir aber dann sehen, und das ist einer der typischen Mathematik-Fails in dieser Strafanzeige, ist, dass Prozentzahlen in ein absurdes Verhältnis gesetzt werden. Da soll es zum Beispiel eine Recherche geben durch den anerkannten Journalisten Reitschuster, der beim Bundesgesundheitsministerium angefragt hat, wie viele Menschen denn jetzt trotz Impfung gestorben sind. Und wir wissen, dass es Impfdurchbrüche gibt. Und bei diesen Infektionen nach Impfdurchbrüchen gibt es auch eine Sterberate. Und die beträgt dann auch wieder 3-4%. Heißt also 3-4% der Geimpften sterben? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, dass von denjenigen, die trotz Impfung einen Impfdurchbruch erleiden, die Sterberate ähnlich hoch ist wie bei den anderen Menschen, die sich infizieren und nicht geimpft waren. Allerdings ist die Zahl derer, die sich infizieren, viel, viel niedriger bei denen, die geimpft sind. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon kompliziert. Man kann sich die absoluten Zahlen anschauen, wenn man es ins Verhältnis setzen will. Insgesamt, wenn ihr bereit seid, mir zu glauben, es sterben nicht massenhaft die Menschen und wir haben keinen Völkermord und deswegen ist es auch nicht geboten, die gesamte Bundesregierung und die Leiter vom Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, wegen des Völkermordes anzuzeigen. Sonst hätten wir vermutlich auch gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute sterben und nicht nur der Bauunternehmer, der das Grundstück mit dem anzeigenden Anwalt teilt. Eine zweite Nachricht, die erwähnenswert ist: Zum 1.10. ist eine Änderung in Kraft getreten beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und dieses Gesetz wurde viel kritisiert. Es wurde kritisiert dafür, dass es Overblocking verursachen würde. Ich habe gesagt, es hat Overblocking nicht verhindert. Es kann jetzt aber eigentlich dahinstehen, denn ab dem 1.10. gibt es die Möglichkeit, auf Facebook gegen Moderationsentscheidungen vorzugehen. Und zwar sowohl in dem Fall, dass etwas gelöscht wurde und ich möchte als User, dass mein Beitrag wieder freigestellt wird, als auch wenn ich einen Beitrag gemeldet habe, der nicht gelöscht wurde. In beiden Fällen habe ich also die Möglichkeit, über ein Gegenvorstellungsverfahren eine neue begründete Entscheidung von dem Plattformbetreiber einzufordern und darüber hinaus natürlich immer noch die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten oder das Bundesamt für Justiz für ein Bußgeldverfahren einzuschalten. Wir werden das ausprobieren. Ein Kandidat könnte zum Beispiel unser besonderer Freund Peter Weber sein. Der hat nämlich in den letzten Tagen ein Video herausgebracht, wo er Tessa Ganserer mal wieder immer mit dem Deadname angesprochen hat, was eine Frage ist, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Er sagte, es sei wieder natürlich, dann unterbricht er sich selbst. Er hat einen Interviewpartner, ehemaliges Mitglied des Bayerischen Landtags in der AfD-Fraktion, also er ist immer noch im Landtag. Und selbst dieser Ex-AfDler
sagt, bringt eigentlich Tessa Ganserer mehr Toleranz gegenüber als der Fragensteller, was durchaus erstaunlich ist. Denn er sagt also, Frau Ganserer hat diese Entscheidung getroffen und die haben wir dann auch respektiert. Auf die Frage, Frau Ganserer hat doch bestimmt keine ordentliche Politik gemacht, hat die sich jemals hervorgetan, sagt der Interviewpartner, das weiß er nicht, aber er ist auch nicht in den Ausschüssen, in denen Frau Ganserer drin ist. Nun, Herr Weber, ich nehme an, dass damit das Angebot erledigt ist. Ich hatte ja angeboten, dass wir auf weitere Berichterstattung über diesen unsäglichen Prozess, der so teuer geworden ist, weil eben die Berufung durch die Staatsanwaltschaft zum 7, irgendwas Fachen der Strafe geführt hatte, dass ich diese Berichterstattung einstellen oder sogar die Videos löschen würde, wenn Sie sich entschuldigen würden und künftig Frau Ganserer mit ihrem gewählten Namen ansprechen würde, hat halt nicht funktioniert, dann schauen wir einfach mal, was in den weiteren Instanzen rauskommt. In der Zwischenzeit habe ich am Freitag eine Schutzschrift eingereicht. Ich nehme an, dass Kollege Steinhöfel die einstweilige Verfügung jetzt beantragt hat. Und da schauen wir doch einfach mal, was da rauskommt. Wir werden berichten. In diesem Sinne, bleibt gesund.